Der Kartoffelkäfer ist auch heute noch der wichtigste Schädling am Kartoffellaub. Im Juni kommt es bei ungestörter Entwicklung der Larven häufig zum Kahlfraß an der Pflanze. Der sogenannte Ami-Käfer wurde Anfang des 20. Jahrhunderts mit Schiffladungen aus Amerika nach Europa eingeführt. Er etablierte sich 1922 zuerst in der Umgebung von Bordeaux in Frankreich. 1936 gab es die ersten datierten Einflüge nach Deutschland. Und die Bekämpfung des Schädlings erfolgt seit dieser Zeit regelmäßig mit Pflanzenschutzmitteln. In der Nachkriegszeit geschah dies auch oft durch das Absammeln der Larven und Käfer von Hand. Der gelb-schwarz gestreifte Käfer ist sehr auffällig und erscheint im Frühjahr auf den im Vorjahr mit Kartoffeln bestellten Flächen. Von dort sucht er im Mai die neuen Kartoffelpflanzen auf und beginnt mit dem sogenannten Reifungsfraß. Nach der Partnerfindung und Kopulation beginnt der Käfer mit der Eiablage Ende Mai. Die Eigelege bestehen aus 20 bis 50 orangefarbenen Eiern, die zusammen auf der Blattunterseite abgelegt werden. Die nun schlüpfenden, gefräßigen, rot- bis orangefarbenen Larven verursachen den Hauptschaden und sind im ersten und zweiten Larvenstadium mit Pflanzenschutzmitteln zu bekämpfen. Das vierte Larvenstadium wandert Mitte Juni in den Boden ab, um sich dort zu verpuppen. Ende Juni, Anfang Juli schlüpft die neue Käfergeneration aus dem Boden und versucht, eine weitere Generation aufzubauen. In der Regel gelingt es jedoch nicht, da das Kartoffellaub bereits abgefressen ist oder natürlich abstirbt. Die Käfer ziehen sich dann im August in den Boden zurück und überwintern in bis zu einem halben Meter Bodentiefe. Um dem Kartoffelkäfer vorzubeugen, sollten Kartoffelflächen möglichst 500 Meter entfernt von den Vorjahresschlägen liegen und keine Durchwuchskartoffeln aufweisen. Durch das Pflanzen früher Sorten und vorgekeimter Knollen bekommen die Pflanzen einen Entwicklungsvorsprung gegenüber dem Käfer. Zur direkten Bekämpfung eignet sich auf kleinen Flächen das Absammeln von Hand. Die im Ökolandbau anwendbaren Pflanzenschutzmittel Neem und Spinosad sind möglichst frühzeitig gegen die Junglarven anzuwenden.